What the fuck? Matt Fraser hört auf. Boom. Hallo Matt, danke für alles. Wir können über alles reden. Matt Fraser auf dem Channel. Like so many others that wandered in... Matt Fraser. Hallo lieber Brathähnchen, mir geht's nicht gut. Hallo CrossFit Community, mir geht's nicht gut. Matt Fraser hat aufgehört. What the fuck? Matt Fraser hört auf. Boom. Die Eilmeldung zur späten Stunde, Dienstagabend. Ich gehe live mit einer Sondersendung, beziehungsweise kurzfristig. Leute, Matt Fraser hat es gerade verkündet auf Instagram. Was passiert ist, gehen wir genau durch. Leute, zu crazy. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Wir kommentieren jetzt mal wild hier, wie ihr das findet. Matt Fraser, der legendäre CrossFit-Champion. 5-mal die Titel gewonnen bei den CrossFit Games. Du weißt nicht, wer Matt Fraser ist? Kurzer Einblick. Let's go. Chronologisch werden wir mal alles schön aufarbeiten. Ja, zur späten Stunde kommt auf Instagram der Post, der Post, der Postings. Matt Fraser auf dem Channel. Like so many others that wandered into a CrossFit gym, I wasn't expecting to find my best friends, business partners, wife, countless life lessons and 5 gold medals. Okay. Bitte. Und dann kommt dieser letzte Part, das sind also 4 Bilder aneinander. Das mit diesem Bild hier, wunderschön. I look forward to remaining a part of the CrossFit Community. Also er bleibt der CrossFit Community erhalten. But I don't do it from the competition floor. Und das ist natürlich der Hauptkernsatz. Wir werden keine CrossFit Games mehr mit Matt Fraser erleben. Digga, das ist so die Nachricht der Nachrichten. Krasser Shit. Wer es, wie gesagt, nicht weiß, einmal abchecken. Wirklich 5-mal hintereinander die CrossFit Games gewonnen. Eine brutale Maschine, auch dieses Jahr wieder zerstört mit der guten Tier. Ist natürlich jetzt der Schock, hat er sich wahrscheinlich gut überlegt. Ich werde ihn aber nochmal offiziell hier schreiben, also erstmal ein Like da lassen und dann schreiben wir dem Kollegen mal: Hallo Matt, danke für alles. Wir können über alles reden. Das ist wirklich eine bittere Stunde gerade für den CrossFit-Sport, für den allgemeinen Sport, weil er wirklich sich so stark positioniert hat, auch in anderen, in anderen Marken, Brands sich etabliert hat und den CrossFit-Sport natürlich auch damit immens gepusht hat. Ich würde gerne sagen, Chapeau, aber das wollt ihr nicht sehen. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, wie findest du das? Matt Fraser hört auf, verständlich, ja, nein, Familie ist natürlich auch immer so ein Ding. Vielleicht auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Hat der ein oder andere ja im Sport teilweise auch nicht immer gemacht und demnach verlässt man das Ganze mal vielleicht mit einem Abgang, der vielleicht gar nicht so würdig ist. Wobei hier könnte man sagen, Matt Fraser, er war wirklich einfach so weit vorne. Ich glaube, dass dieses Jahr eigentlich noch was gegangen wäre, aber wir wissen es nicht genau. Vielleicht kommt da sicherlich noch das eine oder andere bei rum, aber die Kernaussage steht, er verlässt. Will sich mehr um die Familie kümmern. Wie findet ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs spontane Einschalten. Leute, es ist wie Spiegel. Man sieht sich. Piu.